Meine Damen und Herren, heute ist Sonntag in Berlin, der 12. Februar. Ich begrüße Sie alle hier in der Halle des Paul-Löbe-Hauses recht herzlich. Wir haben heute früh schon in der St. Hedwigs-Kathedrale einen ökumenischen Gottesdienst begangen mit den Mitgliedern der Bundesversammlung und mit den Gästen. Heute findet also die Wahl zum Bundespräsidenten statt. Das heißt, die Bundesversammlung kommt heute hier zusammen. Was braucht man an Utensilien? Ich habe hier Wahlausweise und habe auch einen Ausweis der Bundesversammlung, das 16. Mal. Ich darf nun bereits das dritte Mal im Rahmen meines Mandates als Mitglied des Deutschen Bundestages einen Bundespräsidenten mitwählen. Die Kandidaten für den Bundespräsidenten können natürlich von allen Mitgliedern der Bundesversammlung vorgeschlagen werden. Die Bundesversammlung setzt sich aus 630 Mitgliedern des Bundestages zusammen und nochmal so viel 630 Wahlmännern und Wahlfrauen aus den einzelnen Bundesländern. Der Bundespräsident war politisch immer ein Mann der Mitte. Auf der anderen Seite wird da natürlich auch immer ganz klar, dass es bei der Wahl des Bundespräsidenten auch um die Persönlichkeit selber geht. Und wenn diese gemeinsame Persönlichkeit von den stärksten Parteien getragen wird, die auch ja derzeit die Bundesregierung auch halten und auch darstellen, dann ist das, denke ich mal, auch ein Zeichen dafür, dass man im Sinne der Stabilisierung der Mitte in unserer demokratischen Gesellschaft so auch fortarbeiten könnte nach einer Bundestagswahl. Meine Damen und Herren, Sie werden es bestimmt bereits den Medien entnommen haben. Die Wahl zum Bundespräsidenten ist mittlerweile abgeschlossen. Selbstverständlich hätte ich mir als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union gewünscht, dass wir auch einen eigenen Kandidaten hier ins Rennen geschickt hätten. Dennoch hat der aussichtsreichste Kandidat des heutigen Tages die Wahl gewonnen. Frank-Walter Steinmeier ist neuer Bundespräsident. Ich gratuliere ihm zu dieser Wahl recht herzlich und wünsche mir, dass er ein Präsident aller Deutschen in unserem Land wird und für dieses Land auch eine glückliche Hand beweist.